Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch über einen Aspekt von Anusara-Yoga etwas erzählen, der sich mit den sogenannten drei A's beschäftigt. Und das Tolle an Anusara-Yoga und vielen anderen Yoga-Stilen, die ich kenne, ist, dass es immer eine sehr ausgefeilte, eine sehr auch selbst erfahrbare Methodik dahinter gibt. Und Anusara-Yoga, würde ich sagen, hat so eins der ausgefeilsten Systeme von Ausrichtung und so weiter und so fort. Deswegen bin ich natürlich auch ein Riesenfan davon. Deswegen unterrichte ich das auch und deswegen, klar, muss es natürlich auch besonders toll sein. Und diese drei A's, über die ich heute reden will, erstmal jetzt im Zusammenhang, betreffen etwas, was grundlegend in unserem Leben gut anwendbar ist. Ja? Und wenn es dann im Leben anwendbar ist, ist es auch in der Yoga-Praxis anwendbar. Und wenn es in der Yoga-Praxis anwendbar ist, ist es auch im Leben anwendbar. Das ist der große, immer wieder das, was solch eine Methodik besonders wertvoll macht. Und die drei A's, die kann ich ganz kurz nennen. Das ist einmal die Attitude oder die Einstellung. Und es ist zum Zweiten das Alignment oder die Ausrichtung. Und es ist zum Dritten die Action oder die Aktion. Ja, das System ist amerikanisch, insofern kommen da viele englische Begriffe dazu. Aber wenn wir das erste A, zum Beispiel die Einstellung, auch übersetzen mit Absicht, dann kommen wir da schon sehr nah ran. Warum genau die drei A? John Friend, der Gründer von Anusara Yoga, hat sich da extrem viele Gedanken gemacht und das in ein ganzes großes System, in eine tolle Matrix zusammengebaut. Und wir werden im Laufe der Tutorials auch erfahren, was es damit auf sich hat. Die drei A's sind so profund, weil sie die ganze Schöpfungsgeschichte, den Schöpfungsakt in sich vereinen. Und es hängt damit zusammen, wenn wir etwas kreieren wollen, wenn wir etwas schöpfen wollen, wenn wir etwas in die Welt bringen wollen, dann brauchen wir immer diese drei A's. Sei es in der Praxis oder sei es für irgendetwas anderes. Und so kann man sich das vorstellen für diese drei A erstmal als grundlegender Aufbau, wenn wir auch überlegen, dass die drei A grundsätzlich in die Schöpfung hineinreichen, dann können wir auch davon ausgehen, dass wenn das Bewusstsein, das höchste Bewusstsein im Universum etwas kreieren möchte, dann nutzt es dafür im Tantrischen die beiden Entitäten Shiva und Shakti. Ja, Shiva als männliches Bewusstsein, als unbewegliches und Shakti als die Energie, als die es dann wirklich tut, als die Energie dahinter, die es bewegt. Die beiden tanzen miteinander. Und was sie immer wieder dort kreieren, sind diese drei A's im Sinne von im Sinne von Absicht, im Sinne von Ausrichtung und im Sinne von Aktion. Und so genau können wir das auch in jeder Stellung umsetzen. Das heißt, wir können jedes Mal uns an diese drei A's, mit diesen drei A's verbinden und können dann auf der Matte in die Stellung gehen und überlegen, okay, ich will diese Stellung meistern, ich will die schönste, wundervollste Stellung jetzt praktizieren und komme erstmal zu mir, komme in dieses Warum, komme in diese Einsicht, in diese Einstellung, in diese innere Weite, nutze da vielleicht sogar meinen Atem dafür, öffne mich zum Höchsten, dann wird es auch richtig gut. Dann überlege ich, okay, welche Technik brauche ich, um diese Stellung wirklich zu meistern? Eventuell Spiralen oder wie ist die Basis? Solche Themen. Dann habe ich dieses Wissen und die dritte Sache ist, dass ich es dann auch wirklich tun muss. Und im Yoga nehmen wir dafür die großen Energien. Nehmen wir den Atem, wir nennen es dann muskuläre, organische Energie, da kommen wir dann noch zu. Und wir werden da dann in dieser Aktion die Stellung wirklich manifestieren. Wir werden sie in die Welt bringen, auf wunderbarste, perfekt ausgerichtete Art und Weise. Gut, ihr Lieben, so viel als Überblick zu den drei A's. Und
Im nächsten Tutorial erzähle ich dann etwas noch mehr über das erste A. Namaste, ihr Lieben.